Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zum Börsenüberblick vom 26. März 2012 darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Die Aktienmärkte rund um den DAX haben letzte Woche etwas kürzer getreten, sind aber heute wieder im Plus und schön und markant über der wichtigen Marke von 7.000 Punkten. Es ist auch festzustellen, dass Großinvestoren in den letzten Wochen und Monaten sukzessive ihre Aktienpositionen aufgebaut haben. Heute erreichte uns die Nachricht eines Großinvestors aus den USA, der seine Aktienquote bis auf 80% bereits hochgefahren hat. Nun, einer der Gründe, warum dies der Fall ist, sind die mangelnden Alternativmöglichkeiten. Vielleicht sogar die Risiken, die am Zinsmarkt in den letzten Jahren entstanden sind. Schauen wir uns hierzu einmal die Entwicklung der Umlaufrendite in Deutschland an, die in etwa das Zinsniveau für fünfjährige Laufzeiten widerspiegelt. Hier auf dieser Grafik habe ich Ihnen die langfristige Entwicklung während der letzten 21 Jahre einmal mitgebracht. Und wie Sie erkennen können, geht der Trend seit 21 Jahren stetig, zwar unter Schwankungen, aber eben stetig nach unten. Aktuell, historisch tief, befindet sich die Umlaufrendite bei gerade nur noch einmal 1,56%. Damit haben wir, vergleicht man die Inflationsrate, die man letztendlich ja jeder Verzinsung noch gegenrechnen muss, sie steht aktuell zwischen 2,3 und 2,7%, je nachdem, welche Region Europas man betrachtet, so kommt man auf reale Negativzinsen, die die Kaufkraft des Kapitals definitiv und sicher vernichten. Es ist also eine Art Zinsblase entstanden durch diese rückläufigen Zinsen in Deutschland, aber letztendlich genauso gut in Europa. Das Fluten der Kapitalmärkte durch die EZB mit Liquidität unterstützt noch dieses niedrige Zinsniveau. Doch warnen bereits erste Experten der Bundesbank und ähnlicher renommierter Institute, dass die Zinsen und die Inflationsrate demnächst, den genauen Zeitpunkt kennt niemand, aber eine große Gefahr besteht, dass die Zinsen demnächst eben nach oben anziehen werden. Schauen wir uns nun kurzfristig die Entwicklung an. Das lange Bild ist klar und eindeutig. Für uns ist auch eindeutig hier in der kurzen Betrachtung über 3 Jahre dargestellt, kann man erkennen, wie sich hier im Zinsniveau ein gewisser Boden gebildet hat. Und wir gehen davon aus, dass die Zinsen durchaus, wenn die Thematik mit der Euro-Schuldenkrise weiterhin im Griff zu bekommen sein wird und die Beschlüsse weiter greifen, wir wieder einen Anstieg des Zinsniveaus in einem ersten Schritt Richtung 2%, aber dann auch wieder Richtung 3% sehen werden. Großinvestoren schichten deshalb lange Anlagen im festverzinslichen Wertpapierbereich mit Laufzeiten von 5 Jahren und länger um und erhöhen die Aktienquote, weil Aktien derzeit extrem billig bewertet sind. Sie haben zwar durchaus Kursschwankungen zu verkraften, aber das Bewertungsniveau Aktien ist eben dermaßen günstig. Nun, wir werden sehen, was die Märkte uns diese Woche an Überraschungen bringen. Die Volatilität, heißt die Schwankungsbreite in allen Marktsegmenten, wird sicherlich weiter hoch sein, aber die richtige Ausrichtung eines jeden Investors ist wichtig zu seinen Anlagestrategien und Zielen. Ich darf Ihnen nun eine gute Woche wünschen und freue mich, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Wiederschauen.